Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Inside Podcast. Ich bin Ahmed und ich habe wieder Johannes bei mir. Und heute ist eine Art kleine Preview zur Ahsoka-Serie, die morgen für uns um 3 Uhr morgens erscheint. Und wir reden heute ein bisschen über die Ahsoka-Serie. Wie gesagt, das wird eine Preview. Und ja, wir frischen bei euch ein bisschen so auf, was vorkommen könnte und was davor passiert ist. Und ja, Johannes, let's go. Wie wir schon wissen, wir reden über den Trailer, über alle Teaser und halt über unser Vorwissen. Also natürlich, wir können euch natürlich jetzt nicht sagen, was in den Folgen passiert. Wenn ihr den Podcast sehen werdet, dann sind es noch genau 7 Stunden, bis die erste Folge offiziell um 3 Uhr morgens, wie Achmut schon gesagt hat, geht es ja auf Disney Plus endlich los. Und ja, das bedeutet, diesen Podcast werdet ihr vermutlich in der Regel ein bisschen davor sehen oder halt danach, je nachdem. Auf jeden Fall, wir reden über den Trailer, den Teaser und natürlich aber auch über alles, was wir über Ahsoka wissen. Halt Infos aus Clone Wars, aus Rebels und auch ein bisschen aus Mandalorian. Da gibt es ja auch ein paar Infos zu Ahsoka. Ich würde mal sagen, fangen wir einfach mal mit dem Trailer an. Ahmed, du kannst ja mal sagen, was wir da alles schon, sagen wir mal, was uns da schon geboten wurde. War ja schon eine Menge. Genau. Also ich beziehe mich jetzt eher auf den neueren Trailer. Da haben wir zum Beispiel Sabine Wren gesehen, wir haben Ezra Bridger gesehen, wir haben Hera gesehen, natürlich Ahsoka und einen Inquisitor und noch 2 weitere dunkle Jedi. Das hatten wir, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal besprochen. Und ja, die haben wir dort alles gesehen. Das waren sozusagen die Main Persons in der Serie, die acht Folgen haben wird. Staffeln wäre schön. Ja, das genau. Ein Traum. Jedenfalls, wir haben da eine Menge Action gesehen. Wir haben gesehen, dass ein dunkler Jedi namens Baylan mit Ahsoka gekämpft hatte. Ein Inquisitor hat mit Ahsoka gekämpft. Wir haben Sabine Wren gesehen, die mit einer anderen, mit der, ich glaube, Apprentice, also die Schülerin von Baylan, dass die mit Ahsoka gekämpft, nicht mit Ahsoka, mit Sabine Wren gekämpft hatte, die ein Lichtschwert hatte, ein grünes Lichtschwert. Und das ist halt sehr interessant. Und Sabine Wren hatte auch Ahsoka Meisterin genannt, was sehr, sehr interessant ist, weil anscheinend haben die irgendwie Jedi-Training irgendwie gemacht. Und ja, dann haben wir natürlich Thrawn gesehen. Er ist zurück. Wir sind sehr glücklich darüber. Und ja. Johannes kann noch ein bisschen weiter ausführen. Also der Trailer, ich meine, den hat vermutlich hoffentlich jeder gesehen. Ich meine, 9 Millionen Klicks hat er ja auf dem offiziellen Star Wars-Kanal. Mittlerweile müsste er haben. Vielleicht hat er auch 8,9. Also ist alles um den Dreh. Viele haben ihn bestimmt schon gesehen oder halt über Disney Plus. Auf jeden Fall. Im Trailer ist auch sehr viel versteckt, worauf wir auch eingehen werden, was wir schon wissen. Also Sabine, das wird im Trailer uns ja auch gezeigt oder angedeutet. Sie ist die Schülerin von Ahsoka. Das wird uns bestätigt. Und was auch ein bisschen, das ist aber noch alles, das können wir halt schließen oder können wir erwarten. Sie muss irgendwie eine Verbindung zur Macht haben. Denn auch im Trailer gab es so, nicht nur der Kampf mit dem Lichtschwert, das wissen wir aus Star Wars, das kann jeder. Ich meine, spätestens wenn man Pre Whistler gesehen hat, er ist nicht machtsensitiv, aber kann auch gut ein Lichtschwert schwingen. Oder halt, weil Cad Bane hat ja auch mal eine Weile mit dem Lichtschwert gekämpft. Wir gehen mal davon aus, zumindest, dass da irgendwie mehr dahinter steckt. Weil nicht nur, dass sie mit einem Lichtschwert kämpft, auch gibt es da mal im Trailer einen kurzen Moment, wo halt die Schülerin von Baylan sagt, du bist nicht mächtig. Also es gibt, anscheinend hat Sabine auf einmal, würde ich mal darauf schließen, sie hat eine Verbindung zur Macht. Vielleicht jetzt nicht eine starke, aber auch, dass wir da mal kurz, dass kurz Ezra mal über ein Hologramm mit ihr redet, Hologramm. Da gibt es sehr viele Andeutungen darüber, dass Sabine Wren jetzt nicht vielleicht immer noch die Mandalorianerin ist, aber jetzt auf einmal eine Jedi geworden ist mit einer Verbindung zur Macht. Ich kann mich hier irren und vermutlich wird sich in der Serie halt auch entweder bewahrheiten oder halt, es wird was am Ende was ganz anderes sein oder ich irre mich komplett, aber zumindest was uns Teaser und Trailer zeigen, Sabine Wren kämpft mit einem Lichtschwert, sie hat anscheinend irgendwie eine Art Macht und auch irgendwie, da gibt es ja auch noch mal eine Verbindung zu Rebels. Wir wollen natürlich auch über Rebels reden, weil da kommt ja Ahsoka auch häufig vor oder auch Clone Wars in Rebels. Sabine Wren macht eine ähnliche
Schritt wie halt Kanan. Also sie, auf einmal entfernt sie ihre Haare. Das haben wir davor ja nur in Rebelskin. Genau der gleiche Moment. Ein Messer, so in diesem kleinen Tempel. Also es gibt sehr viele Verbindungen unter den Serien. Und vielleicht das Wichtigste, das hätte ich vielleicht am Anfang schon sagen können, die Bestätigung, dass jetzt Sabine Wren die Schülerin ist, halt dieser Satz, den Ahsoka sagt. Sie ist hier als Schülerin von Anakin weggelaufen und sie hat sich als Meisterin von Sabine angewandt. Das ist auch wieder so eine Parallele. Also es ist auf jeden Fall was dran. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur so ein, glaube ich, ein Gerücht, den wir hinterherjagen. Zumindest Teaser und Trailer deuten das an. Aber du kannst es ja auch nochmal ein bisschen bewerten, vermutlich. Ist ja jetzt bei dir für mich auch schon ein bisschen. Denkst du gerade drüber nach ein bisschen? Ja, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und ich stimme da Johannes absolut zu. Also es ist einfach so. Sabine als Schülerin von Ahsoka. Sie muss auf alle Fälle irgendeine Macht besitzen. Wahrscheinlich nicht so eine starke. Ich weiß nicht, wie der, wie heißt es, Midi-Chlorianer-Wert. Also es wird genau. Jetzt nicht so sein wie bei Rey, dass ja auch mächtiger nicht. Ist als Darth Sidious. Natürlich. Das ist jetzt nicht, das wäre zu, glaube ich, zu wow, aber... Ja, wir wissen aber, theoretisch kommt es irgendwie, vielleicht bekommen wir dann irgendwelche Infos in der Serie dazu, weil es hat mich auch ein bisschen so überrascht, dass Sabine Wren auf einmal, ein Lichtschwert da herumgefuchtelt hatte und kämpfen konnte, ja. Und sie hat wahrscheinlich auch ein bisschen von Ezra von Ahsoka, Schülerin. Aber auch von Ezra hat sie gelernt. Ich glaube, es war in Rebels gewesen. Ja, die haben ja gekämpft. Gut, dass du nochmal ansprichst. Also, wer sich noch erinnert an die Star Wars Rebels Serie, da hat ja Ahsoka, es ist ja schon Ahsoka, hat Sabine Wren ja mit Ezra und Kanan Jarrus gelernt, dass mit dem Lichtschwert zu kämpfen. Damals eigentlich nur, um halt auf Mandalore quasi als Tägerin das Dunkelschwert sich durchsetzen zu können, aber jetzt anscheinend ist da mehr dahinter. Auch ein anderer Hinweis, der mir jetzt so aufgefallen ist, wenn man den Trailer so ein bisschen guckt, ist halt, dass wir auch noch ein bekanntes Gesicht aus Clone Wars zurückbekommen haben, nämlich den Professor Huyang. Das ist so ein Druide, der halt Jedi ausbildet oder ihnen halt hilft, ihre Lichtschwerter zu konstruieren. Also das ist zwar jetzt nur so ein kleiner Fakt nebenbei, aber dieser Druide ist mir nochmal aufgefallen. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Ja, ist schon bestätigt. Das ist der aus Clone Wars. Also anscheinend haben wir wieder Jedi. Nicht nur Ahsoka, Sabine Wren ist anscheinend jetzt auch eine Jedi. Und im Trailer, wir haben ja auch, das ist ja klar, haben wir auch wieder gesehen, es wird natürlich jetzt nicht nur sein, es wird auch natürlich auch ein bisschen wieder um die Phoenix-Staffel gehen. Weil wir haben auch wieder Hera, Chopper gesehen. Wir haben natürlich auch wieder, im Trailer wird auch angedeutet, es wird einen Kampf geben, es wird wieder eine Schlacht geben, wer sich noch ein bisschen an Rebels zurückerinnert. Unter Thrawn war das Imperium um Schlachten gegen die Rebellen, auch die Phoenix-Staffel mit Ezra, Kanan, Sabine, Hera, Chopper, relativ erfolgreich. Ich meine, sie konnten sie von ihrem Basis vertreiben. Thrawn konnte halt die Spione aufdecken, die halt die Informationen an die Rebellen weitergeben. Also Thrawn ist schon ein Gegenspieler der Rebellen oder in dem Fall wird in der Serie einer von Ahsoka sein. Definitiv. Von Sabine Wren, der halt sehr wichtig ist. Also ich meine, der Trailer, ich meine, Freunde, da muss ich jetzt nicht Falsches sagen oder irgendwie ich lehne mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster. Die Ahsoka-Serie wird einen richtig großen Fokus auf Thrawn legen, weil ich meine, so geht es auch los. Es gibt Ahsoka redet darüber, dass es Gerüchte gibt, dass Thrawn zurück ist. Die dunklen Jedi, das wird uns auch im Trailer und in Teasern angedeutet, sie suchen Thrawn unbedingt, weil dadurch würden sie mehr Macht kriegen. Also es gibt diese auch wenn es nur ein Trailer, Teaser sind, auch wenn wir auch jetzt nur so mutmaßen können ein bisschen, wissen wir jetzt schon richtig viel oder wir können uns sehr viel erhoffen, also erwarten auch. Also auf jeden Fall, das ist einfach das, was wir jetzt direkt sagen können, Kämpfe im Weltall, Kämpfe, Lichtschwertkämpfe, das haben wir gesehen. Also das ist jetzt mal... Das ist jetzt Standard. Das ist Standard. Also wenn es das nicht geben würde, dann... Also es geht auch ohne Lichtschwertkämpfe, aber in der Regel gibt es eigentlich immer einen Kampf. Ich meine, das ist Star Wars. Also yeah. Es gibt vielleicht so Folgen in Endor, wo es ein bisschen friedlicher zuging, aber am Ende sind dann alle aus dem Gefängnis ausgebrochen und die Waffen wurden tot geboxt, was weiß ich, aber okay, das ist noch ein bisschen friedlicher, als mit Blasen aufeinander zu feuern. Können wir uns darauf einigen? Oder ja, so um den Dreh. Auf jeden Fall, aber ich meine, was würdest du noch sagen? Habe ich irgendwas ausgelassen? Was meinst du? Meinst du, du hast schon alles gesagt. Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich würde noch sagen, wir können aber noch,
Trailer, Teaser, ich glaube, darauf sind wir gut drauf eingegangen, da haben wir auch alles gesagt. Ich meine, natürlich, es gibt noch ein paar Charaktere, Mon Mothma, die wir gesehen haben, und vielleicht noch so ein paar Charaktere, wie die, sag jetzt mal Seherin von den dunklen Jedi, und es gibt noch diesen zwar noch bis dahin unbekannten Inquisitor, der hat zwar schon einen Namen, den kannst du ja mal nennen. Ich habe den Mädchen gerade vergessen. Den kannst du mal nachschauen. Wir haben da noch einen Inquisitor gesehen und zumindest konnten wir im Trailer sehen, was mich sehr gefreut hat, er wurde nicht nach 3 Sekunden von Ahsoka umgebracht. Das war schon mal eine Erleichterung für mich. Also ja, Freunde. Also das sind erstmal so die paar Informationen. Merok, so heißt der Inquisitor. Aber ich würde mal sagen, weil ihr habt jetzt schon gemerkt, wir haben irgendwie schon alles gesagt, was in den Teasern und in dem Trailern vorkam. Ich würde mal sagen, gehen wir mal ein bisschen zurück und blicken wir einfach mal, es wird ja eine Serie sein, die wird sich um Ahsoka drehen und wir hoffen, dass es nicht so ist wie in der Obi-Wan Kenobi-Serie, dass dann der Inquisitor 8 Folgen einnimmt. Gehen wir mal davon aus. Ich kann ganz kurz sagen, bei der Obi-Wan Kenobi-Serie war es so, dass Disney einen relativ großen Einfluss hatte auf die Serie, wie die aufgebaut wurde und so weiter. Diesmal war das aber eine komplette Dave Filoni-Serie. Also Dave Filoni hat das meiste übernommen, was sehr, sehr geil ist, weil Disney dann dadurch deutlich weniger sozusagen Einfluss auf die Serie und auf den Aufbau der Serie hatte. Das ist bestätigt. Mhm. Und es wird auch so sein, weil ich habe schon einige Reviews gesehen, weil einige Leute hatten schon so vorab die Serie gesehen, was halt völlig normal ist. Und die meinten, das ist unbeschreiblich. Also Dave Filoni, nur nochmal um euer Gedächtnis aufzufrischen. Er ist der Kopf hinter Clone Wars, hinter Rebels und auch im Mandalorian hat er mitgewirkt. Und das sind nur so ein paar Star Wars-Projekte, die ich jetzt mal nenne. Er war also gefühlt überall dabei. Also es wird auf jeden Fall nicht so sein wie der Obi-Wan Kenobi-Serie. Das ist so eine minimale Befürchtung, die ich aber leider habe, weil da es halt einen Inquisitor gibt und wir wissen ja, was passiert. Aber egal. Blicken wir einfach mal zurück auf den Charakter Ahsoka. Das erste Mal wurde sie uns präsentiert im Star Wars The Clone Wars Film in der Schlacht von Christophsis. Da wird sie der Padawan von Anakin. Und das spielt nochmal eine große Rolle, weil Sabine Wren wird ja in der Serie dann, spätestens dann in der Serie, die Schülerin von Ahsoka. Also wir haben jetzt hier schon mal diese Meisterschüler, Schülerin, Meisterin. Also und danach Ahsoka über Clone Wars hinweg, sie wird wirklich zu einem Lieblingscharakter. Und ich meine, man konnte wirklich mitfiebern, als sie in Clone Wars da mal kurz von Kopfgeldjägern, sag ich mal, von Trophäenjägern gefangen genommen wurde. Das war so ein Moment. Aber auch so, als sie dann als Verräterin als der Republik dargestellt wurde, sie fliehen musste. Und dann hat sie den Jedi-Orden verlassen und dann war ja mal eine Weile Funkstille. Wer sich noch an Clone Wars Staffel 5 erinnert, da war mit Ahsoka dann Funkstille eine Weile. Komplette Staffel 6 haben wir sie nicht gesehen und dann kam sie in Staffel 7 nochmal zurück. Mit den Matesh-Schwestern und am Ende noch mit Rex, sie überlebt die Order 66. Und das ist einfach nur Clone Wars. Ahsoka hat da schon in so wichtigen Punkten war sie dabei. Also ich meine, ich bin jetzt Star Wars-Fan seit Jahren und ich bin über einige Videos, über einige Ideen, einige Theorien gestoßen. Was wäre, wenn Ahsoka im Jedi-Orden gewesen wäre, wäre dann Anakin Darth Vader geworden? Was wäre passiert? Oder wenn Ahsoka nie den Jedi-Orden verlassen hätte? Hätte sie Darth Vader getötet? Also sind alles so Fragen. Oder könnte sie Darth Vader aufhalten? Also es gibt so viele wichtige Sachen. Ahsoka ist so ein wichtiger Faktor. Also wir wissen ja auch schon, das haben wir leider vergessen, fällt mir gerade ein, wir werden ja auch Hayden Christensen, also Darth Vader. Das wollte ich gerade ansprechen. Das ist mir gerade endlich eingefallen. Ja, ja. Einen der wichtigsten Charaktere vergessen wir einfach mal. Ja. Schande über uns. Also ich kann das mal kurz übernehmen. Also es gab halt erstmal die Gerüchte, dass Hayden Christensen angeblich irgendwie irgendwas mit der Ahsoka-Serie zu tun hatte. Durch Flashbacks oder so. Weil wir wissen ja auch, die Welt zwischen den Welten wird ja extrem, extrem wichtig werden in der Serie. So wie ich es verstanden hatte, also so wie wir es verstanden hatten. Und es gibt da angeblich solche Art Flashbacks, die natürlich nie geschehen sind, aber die hätten geschehen können. Ja, mein Deutsch ist auch völlig am Arsch. Jedenfalls. Wir sind Fans. Ja. Euphorie. Euphorie. Yeah. Und ich meine, wir nehmen das hier gerade auf und wer kann auf die Uhr gucken? 15 Minuten. Nein. Also wir sind 15 Minuten drin in dem Podcast. Ja, nein, das meine ich nicht. Ich meine nicht, wenn wir jetzt auf die Uhr gucken,
weniger als 10 Stunden ist es schon soweit. Also da geht's schon los. Also in weniger als 10 Stunden. Wir werden vermutlich, das kann ich euch schon mal sagen, wir werden nicht um 3 Uhr morgens, also von unserer Ortszeit, sitzen und jetzt hier die Folgen gucken. Wir hatten das aber vor. Wir wollen es uns wirklich genießen. Wir werden früh aufstehen, die Folgen uns gönnen. Und das kann ich euch schon mal sagen. Ich möchte es sagen. Wir werden natürlich irgendwann nochmal einen Podcast machen, also natürlich, sobald die Serie vorbei ist, einen Podcast machen, wo wir wirklich über die ganze Serie reden. Es sind 8 Folgen. Kompletter Recap. Und wir sind Fans und vermutlich werden wir auf einige Dinge, die wir hier gesagt haben, vielleicht dann nochmal eingehen, zwar unbewusst oder bewusst, aber eins kann ich euch sagen, es wird ein langer Podcast auf euch zukommen, sobald die Serie draußen ist. Also komplett draußen ist. Komplett draußen ist. Das wird natürlich bis Mitte September dauern, wobei Oktober ich hab, sogar. Oktober ja, Oktober. Sogar. Oktober sogar, Mitte Oktober. Und auf jeden Fall, der Hype auf diese Serie, der ist bei uns sogar so groß, dass wir mal wieder etwas probieren werden für die Serie. Das kann ich euch schon mal anteasern. Wir werden für jede Folge ein Recap bringen, einfach, um einfach nochmal auf alle wichtigen Punkte einzugehen und nochmal alles Infos, die vielleicht ein bisschen so, man guckt ja meistens eine Folge oder eine Serie und ein paar Dinge, die nimmt man zwar mit, aber die vergisst man noch eine Weile, oder? Manche Dinge merkt man sich und manche Dinge muss man sich halt nachgucken. Zum Beispiel ein Charakternamen oder auf einmal hast, oder wer hat jetzt gegen wen gekämpft? So solche Dinge, dass wir einfach mal in den Recaps, ihr wisst, du weißt ja wie, ach, wir haben ja schon mal das mit dem, wir haben zwar nie zusammen ein Recap gemacht, aber wir haben es theoretisch vor. Wir haben aber schon jeder Reviews, Recaps zu mindestens Bad Batch gemacht, zu Endor gemacht, zu Tales of the Jedi. Und bei Ahsoka machen wir das einfach nochmal. Und wir machen es diesmal zusammen. Zusammen, also es wird was Neues sein. Und da wird auf jeden Fall, das kann ich euch schon mal sagen, Arbeit ist ja klar, aber natürlich wird es auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen anders sein, weil die Freude, dass wir das machen können oder die Freude, über die Serie reden zu können oder dass wir Fans sein oder dass wir uns darauf freuen, dass da so eine Vorfreude da ist, dass wir richtig es feiern, dass diese Serie draußen ist. Das wird dann glaube ich, auch im Recap jederzeit merken, weil ich meine, natürlich müssen wir da natürlich auch sachlich bleiben. Wir dürfen natürlich jetzt im Recap keine Theorien einstellen. Wir werden natürlich über die Handlungen reden, auf alles eingehen. Aber wenn natürlich in einer Folge ein bisschen was angeteasert wird, was in der nächsten Folge passieren kann oder wird, dann können wir darauf ja auch im Recap noch ein bisschen eingehen. Das ist ja erlaubt, oder irre ich mich da? Nee, eigentlich nicht. Wir haben jetzt 3 Minuten gesprochen und ich möchte gerne meinen Punkt weiterführen. Dein Punkt? Jedenfalls, ich glaube, wir sind da stehen geblieben, dass ich über die Gerüchte von Hayden Christensen geredet hatte. Ja, da war ja was, ne? Da war ja was. Danke, Johannes. Ja. Jedenfalls, genau, wollte ich nur sagen, es gab halt die Gerüchte, dass Hayden Christensen dabei sein wird in der Ahsoka-Serie und dass es irgendwelche Flashbacks gibt. Das habe ich ja euch schon gesagt. Jedenfalls, es scheint so, als ob diese Gerüchte der Wahrheit entsprechen. Also wir werden theoretisch sehen, dass Ahsoka gegen Anakin Skywalker kämpft, also Darth Vader auf Mustafa, während Obi-Wan Kenobi tot ist. Nein, es ist wirklich so. Es ist halt so die Welt zwischen den Welten, da kann ja alles passieren. Ich widerspreche dir nicht. Ich denke halt nur daran, Obi-Wan hat dann in diesem Flashback und in dieser Szene dann nicht den Highground. Er ist ja dann weg. Daran denke ich mir nur, er hat dann nicht, zum ersten Mal nicht mehr den Highground. Das ist jetzt so in meinem Gehirn gerade so. Also ich stell's mir gerade so vor, als ob das so Hayden Christensen, beziehungsweise Anakin Skywalker oder Darth Vader, Junge, ich benutze jeden Namen von ihm, ne? Jedenfalls, ja, jedenfalls in dem Fall hätte Anakin Skywalker den Highground und Obi-Wan Kenobi nicht. Weil so stelle ich es mir gerade so vor. Und dann kommt Ahsoka um die Ecke und kämpft dann mit Anakin. Also so stelle ich mir gerade so vor, was dann in diesem Flashback oder in dieser fiktiven Welt so passiert. Versteht ihr? Und naja, das könnte halt wirklich passieren, Mann. Das könnte wirklich passieren. Ich will Anakin Skywalker sehen. Es ist möglich. Das wissen wir. Ich kann mal kurz auf Rebels eingehen. Da wurden uns ja in der 4. Staffel, in den letzten Folgen, auch die Welt zwischen den Welten gezeigt. Und was wir da auch gesehen haben, und das ist jetzt auch bestätigt, das ist jetzt kein Gerücht oder nicht irgendwo, was ich aus irgendeiner Kiste rauskrame, da haben wir auch gesehen, Ezra hätte, obwohl Kanan schon gestorben war, hätte er ihn da rausziehen können, als er halt diese Explosion aufgehalten hat mit der Macht, hätte Ezra ihn ja rausziehen können, und dann hätte Kanan theoretisch überlebt. Also, das obwohl er tot war, es ist also nicht möglich, dass es da mögliche Kämpfe, mögliche Handlungen gibt,
die wir so halt auf der Leinwand nicht gesehen haben, aber sie sind halt möglich, wenn in der Welt zwischen den Welten, du kannst einfach auf einmal in eine Zeit eintreten, was schon passiert ist oder was noch passieren wird. Oder was noch nie passiert ist. Ja, du kannst halt jemanden halt, der gestorben ist, anscheinend vor dem Tod retten. Das gleiche war ja, Ezra hat er ja Ahsoka gerettet. Er hat sie ja in dem Kampf, wo sie eigentlich gestorben wäre mit Darth Vader, er hat sie rausgeholt. Also, ich glaube, das, was du dir erhoffst, das wird vermutlich passieren. Zumindest, wenn es die Welt zwischen den Welten ist. Also, dann ist es super wahrscheinlich und auch im Bereich des Möglichen auf jeden Fall. Was ich noch hinzufügen wollte, es gibt aber auch reale Flashbacks. Nicht nur in der Welt zwischen den Welten. Wahrscheinlich, also so wie ich es verstehe, es soll nämlich wieder 3 Arcs geben oder 4 Arcs, ich weiß es nicht, in denen sozusagen Zeitsprünge gibt. Also da werden wir auf alle Fälle eine junge Ahsoka sehen, die mit Anakin kämpft in den Klonkriegen. Wir werden da theoretisch auch eine etwas ältere Ahsoka sehen vom Ende der Klonkriege und dann halt eine etwas ältere, noch etwas weiter ältere Ahsoka, die, was weiß ich, im Zeitraum der Rebellen ist. Und dann sehen wir halt wieder die normale Ahsoka, die wir jetzt kennen. Ich kann das nicht bestätigen, aber so wie ich es verstehe, soll es solche richtigen, realen Zeitsprünge geben. Ja, also, das haben wir am Anfang gesagt, aber ich wiederhole es gerne noch einmal kurz. Ihr müsst halt alle im Kopf behalten, dass der Trailer, wie gesagt, noch nicht draußen, also der Trailer ist schon draußen, die Teaser sind draußen, aber die Serie ist, wie gesagt, da ist noch keine Folge öffentlich. Erst in, Stand jetzt, 9 Stunden und 57 Minuten in Deutschland und halt in Europa, kann man sagen, in den meisten Ländern, die diese Zeitzone halt haben, wie Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich. Und übrigens, diese ganzen Zeiten ist jetzt für uns so im Podcast. Also denkt immer daran, wenn wir über eine Zeit reden oder in ein paar Stunden kommt die Folge, denkt immer daran an die Zeit, die wir halt quasi in Deutschland, Österreich, Schweiz etc. Und wir reden natürlich gerade im Podcast, so was unsere Zeit ist, gerade im Podcast. Ja, so. Wir nehmen das natürlich, wie gesagt, vor der ersten Folge auf, einfach damit es halt frisch ist und damit wir halt, wie gesagt, wir wollen ja auch nichts spoilern, wir gehen einfach nochmal alles auf, frisch nochmal alles auf, das haben wir ja getan. Wir gehen auf alles nochmal ein, auf jeden Punkt, jede Information. Also ich möchte ja auch nochmal sagen, aus der Ahsoka-Serie, vielleicht haben wir das irgendwo schon mal gesagt, ich bin mir da nicht sicher, aber es wird ja auch so sein, wir haben vermutlich den genialsten Bösewicht, den Star Wars bis dahin gesehen hat, neben Palpatine, oder vorne ist ja ein Bösewicht, aber wir haben einen der genialsten, wie soll man das sagen, das Imperium, wenn es 3 Personen gibt. Er ist der beste Großadmiral, den das Imperium hatte. Also wenn es 3 Imperiale gibt, die das Imperium die meiste, oder 4 Imperiale, die im Imperium die meiste Macht haben, dann ist es Imperator Palpatine, das ist ja klar, Darth Vader, Groß Moff Tarkin und halt Großadmiral Thrawn. Und ich meine, Thrawn ist jetzt so quasi der einzige wirkliche Bösewicht, der einzige, und vor allen Dingen, wir kennen ihn, durch Rebels lernten wir ihn ja kennen und konnten sehen, wie genial er ist, wie er wirklich es schafft, seine Feinde zu besiegen. Und ich meine, das ist einfach nur Rebels, wie er agiert, wie er so ist, genau das Gegenteil von Tarkin, der einfach nur auf Einschüchterung und pure Gewalt Macht setzt. Also ich meine, wir haben jetzt hier einen ganz neuen, wir haben jetzt einen Charakter, der zurückkommt, der jetzt, es ist ja klar, dass er nicht gestorben ist. Ezra hat es ja auch überlebt, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Das werden wir in der Serie, die Fragen werden jetzt in der Serie beantwortet. Aber wir haben jetzt einen Charakter, kommt zurück, von dem wir vermutlich, wo wir es zwar gehofft haben, als damals die letzte Folge von Rebels ausgestrahlt wurde, aber was wirklich bis vor einigen Monaten gar nicht wirklich so möglich uns erschien. Also ich meine, Thrawn ist wieder da, er wird zurückkommen. Und ich freue mich, weil das einer meiner Lieblingscharaktere und vor allen Dingen, es wird auf jeden Fall was werden, weil er ist jetzt halt nicht so Gewalt und alle, natürlich, er ist jetzt nicht abgeneigt gegen Gewalt, das will ich nicht sagen, aber ich meine, wer Rebels gesehen hat oder wer sich mit dem Charakter ein bisschen auseinandersetzt, der macht es halt eher mit dem Kopf oder der denkt oder der weiß, wie seine Feinde, welche Züge sie setzen, wie sie nehmen. Also, stell euch mal ein Schachspiel vor. Wenn ihr gegen Thrawn spielt, dann weiß er eigentlich schon im Voraus, wie ihr spielen werdet. Also Schachcomputer, könnte man sich vorstellen. Also es wird auf jeden Fall interessant, das kann ich euch nur sagen. Also es wird auf jeden Fall
immer wenn ein Charakter zurückkommt. Ich meine, auch in der Obi-Wan Kenobi-Serie, da war es ja, da haben wir ja wieder Obi-Wan gesehen, halt relativ zeitnah nach Episode 3. Es waren zwar 10 Jahre, aber da haben wir wieder Obi-Wan gesehen. Also, oder in der Serie Obi-Wan Kenobi hat ja auch kurz der Schauspieler von Qui-Gon Jinn auch mal ganz kurz ein kleines Auftreten. Also da haben wir uns auch einen Charakter zurückgebracht. Also das sind alles so Momente. Also aber vorne sprengt das nochmal so ein bisschen, weil er ist quasi so, er verkörpert dann das Imperium. Ich meine, diese dunklen Jedi wollen ihn finden. Ahsoka, die Phönixstaffel wollen ihn finden. Also er ist die Gefahr. Also es ist wirklich eine Menge, die uns im Teaser, in den Trailern gesagt wurde. Und ich meine, ich würde mal sagen, wir haben jetzt wirklich über sehr viel geredet und das meiste, was wir jetzt noch sagen werden, haben wir vermutlich schon gesagt. Deswegen würde ich aber noch sagen, wir können ja zum Abschluss mal so sagen, was erhoffst du dir so am meisten von der Zucker-Serie und was erwartest du? Also, das wird jetzt interessant. Also ich hoffe, dass es wirklich eine extrem gute Serie wird. Ich hoffe wirklich, dass Dave Filoni das erreicht hat, was wir alle wirklich uns auch hoffen. Nämlich, dass die Serie abnormal krass wird. Ich hoffe, dass Ahsoka sozusagen nicht ruiniert wird als Charakter in Star Wars. Und ich hoffe einfach, dass die Serie einfach wie eine Bombe einschlägt und Ahsoka in einem sehr guten Licht zeigt. Und nicht die Hälfte der Serie irgendwie nur ein Inquisitor gezeigt wird oder was weiß ich, oder Baylan gezeigt wird durchgehend. Ich hätte kein Problem damit, aber Ahsoka ist halt diejenige, die halt in ihrer eigenen Serie am meisten vorkommen sollte. Ja, das ist wichtig. Also Freunde, ihr wisst schon, also die Erwartungen an die Serie sind natürlich, Ahsoka muss eine große Rolle spielen und halt Charaktere, die halt jetzt uns neu integriert werden, wie Baylan oder der Inquisitor Marok oder halt die Schülerin von Baylan oder so. Das sind so Charaktere, die werden natürlich auch eine Rolle spielen, aber die dürfen natürlich jetzt, das darf nicht wie sein, wie in der Obi-Wan Kenobi-Serie. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das wäre auch ein bisschen schade. Aber ich meine, Ahsoka, dass wir sie sehen werden, dass Thrawn Screentime bekommt, dass Hera, Sabine, Chopper, dass die Screentime bekommen oder dass Ezra, das ist ja klar, müssen sie, aber natürlich bleibt es die Ahsoka-Serie. Und wenn wir jetzt jede Folge 30 Minuten Ezra sehen werden, dann würde man auch sagen, warum nennt ihr es nicht die Ezra-Bridger-Serie? Also auf jeden Fall, die Erwartungen, Hoffnungen an die Ahsoka-Serie sind, kann ich mich auch nur anschließen. Sie muss einschlagen wie eine Bombe und ja. Und was ich ganz kurz noch am Ende sagen wollte, und sorry, dass ich dich unterbreche, aber um euch einen kleinen Vorgeschmack auf die Ahsoka-Serie zu geben, ich empfehle euch, wenn ihr Disney Plus habt, dass ihr auf alle Fälle in Rebels reinschaut. Also so wenigstens die letzten 4-5 Folgen der Rebels-Serie, Season 4. Man kann aber auch Staffel 2 sagen, würde ich sagen. Da gibt's auch natürlich, ein paar Folgen mit Ahsoka. Ja, aber so die wichtigsten, die wirklich auch zur Ahsoka-Serie, die so anknüpfen, sind auf alle Fälle die letzten 4-5 Folgen der 4. Staffel. Die solltet ihr euch nochmal anschauen, um euer Vorwissen nochmal aufzufrischen. Und dann habt ihr einen perfekten Start in die Ahsoka-Serie. Vertraut mir. Und ja, viel Spaß dann bei der Serie. Wer die Folgen jetzt guckt, die Rebels-Folgen jetzt noch schaut, quasi nachdem ihr den Podcast gesehen habt, der ist auf jeden Fall noch gut in der Zeit. Auch wird es dann ein bisschen eng, aber wenn ihr direkt nämlich um 3 Uhr jetzt Disney Plus aktualisiert und so, oh, ich muss gucken, aber wenn ihr so wie wir vermutlich erst ein paar Stunden später sie guckt, dann passt es auch. Auf jeden Fall, macht euch keinen Stress. Aber schaut, wenn ihr noch so ein bisschen nochmal euch auffrischen wollt, schaut ein bisschen in Rebels rein oder Captain Rex kommt ja theoretisch auch noch in der Serie vor. Das hätten wir fast vergessen. Das wissen wir nicht. Aber das könnte quasi, ich würde auch sagen, man könnte noch in Clone Wars die letzten 2 Folgen sich angucken. Da spielt ja auch sogar auch nochmal eine Rolle. Auf jeden Fall, wichtig ist halt, schaut euch ein bisschen, da sind wir uns einig, schaut euch ein bisschen die Rebels-Folgen an, 4. Staffel. Die letzten 4 Folgen. Ich würde sagen, ich glaube, wir haben jetzt über alles geredet. Manchmal haben wir auch ein paar Wörter sehr häufig benutzt. Ahsoka. Ahsoka gar nicht so viel. Ich glaube, stimmt. Wir haben häufiger Hayden Christensen und Darth Vader gesagt. Ja, ich bin sicher. Ja, stimmt. Und ich glaube, ich war derjenige gewesen, der die am meisten gesagt hat. Ja, und sorry nochmal wegen der Unterbrechung. Alles gut. Auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal sagen, ich glaube, das war es jetzt einfach von uns. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und für diejenigen, die um 3 Uhr morgens das sich anschauen, Props an euch. Ihr seid echte Macher. Ja, also wer sich neu anschaut, Respekt. Und ich hoffe,
ihr seid dann noch wach genug. Auf jeden Fall, ja, viel Spaß dann, würde ich sagen, mit den ersten zwei Folgen von Ahsoka. Und wir werden uns dann bald in einem Recap zu den, wir werden ein Recap zu den ersten zwei Folgen, da wird es ein Video geben, werden wir uns bald in einem Recap zu den ersten beiden Folgen zurückmelden. Vielleicht schaffen wir es schon diese Woche, wenn nicht, dann im Laufe der nächsten Woche, aber auf jeden Fall vor der zweiten Folge, würde ich sagen. Vor der dritten Folge. Die ersten zwei kommen ja direkt raus. Und ganz kurz, nur damit ihr Bescheid wisst, es ist nur in den USA so, dass die Folgen jetzt dienstags erscheinen. Bei uns kommen die immer noch mittwochs um 3 Uhr morgens. Naja, sonst hätten wir uns, sonst würde unser Podcast ja ein bisschen scheiße sein. Dann hätten wir jetzt einen ein bisschen. Na gut, ich würde nur sagen, hier ist jetzt der Schlussstrich, sonst am Ende wird der Podcast 8 Jahre lang. Aber nee, wäre schön, aber ich glaube, wir haben alles gesagt. Deswegen würde ich sagen, ciao und möge die Macht mit euch sein.